Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei, wo wir heute dann jetzt mal was mit ihm hier tun. Raspberry Pi 3B Plus. Ja, nicht mal ganz auf der Höhe der Zeit, aber er hier war jetzt echt, boah, ich weiß gar nicht, wie lang wäre jetzt mein ja, Server. So gesehen, wo Nextcloud drauf lief, Home Assistant gibt und auch was weiß ich nicht noch alles. Er hat echt lange richtig gut mitgearbeitet und da er jetzt frei ist, ich meine, ich habe da hinten zwar noch einen liegen, aber das ist eine andere Geschichte. Da er jetzt frei ist, kann ich mit ihm etwas machen, was so ich eigentlich gar nicht geplant gehabt habe, aber ja, es geht darum, ich habe hier schon lange keine Amiga OS-Videos mehr gemacht. Ursprünglich lag das an der Zeit, dann lag es daran, dass ich heldenhaft, wie ich bin, naja, die Verzeichnisse, wo die Festplatten drin waren, gelöscht habe. Das heißt, alles futsch. Das heißt, ich muss alles neu machen. Technisch gesehen kein Problem, aber eben dieses, ich mag nicht. Das hat sich allerdings geändert, als ich gesehen habe, dass man ihn hier in einen Amiga umbauen kann. Natürlich auch emulationsmäßig, aber eben, ja, es ist, hat mehr das Feeling von einem echten Amiga. Gut, werdet ihr sehen, weil man kann ihn so machen, er wird direkt ins Amiga OS booten. Am Anfang kommt noch ein bisschen Linux-Gerümpel, aber ansonsten startet er direkt ins Amiga OS. Und das ist was, wo ich persönlich sage, das will ich haben. Gut, dafür brauchen wir nicht nur ihn, dafür brauchen wir auch noch ein jenes hier. Das hier ist ein Pi 4 Netzteil, weshalb ich hier einen Adapter drauf habe. Habe ich ja schon ein Video zu gemacht, das wurde mir ja gesponsert. Dem armen Kerl habe ich leider immer noch keine Videos gemacht, aber ja, gut, wir haben uns da geeinigt. Das ist also kein Problem. Gut, also wie gesagt, das brauchen wir noch. Eine Micro-SD-Karte brauchen wir. Da habe ich jetzt eine 64 GB, das ist total overpowered. Also viel, ich weiß gar nicht, wie viel Software man da draufkleben müsste. Aber gut, ich habe jetzt gerade keine andere. Und was man dann auch noch haben können, tollen sollte, ist eine Tastatur. Die hier benutze ich schon länger. Damit hat Devil's Girl auch das Video gemacht, wo wir Linux installiert haben und das alles. Funktioniert super, hat auch Touchpad und das alles. Hat nur den kleinen Nachteil, sie hat keine Insert-Taste. Ja, Tatsache, ich habe Pause, Entfernen, Druck und das alles, aber keine Einfügen. Das Problem ist, beim UAE, der ist in der deutschen Tastatur, kriegt er das nicht hin, auf der Raute-Taste die Raute zu machen. Da kommt dann Backslash und diesen vertikalen Strich. Das heißt, ich werde in den Videos, wenn ich programmiere, dann mir die Raute irgendwie rauskopieren müssen. Wird ein bisschen blöd, aber so oft braucht man den jetzt auch wieder nicht. Wenn es jetzt gerade um Include-Dateien geht, und da kann man das Include ja gerade mit kopieren. Also gut, der Dongle natürlich noch. Dann HDMI und was in dem Fall sogar wichtig ist, Netzwerk. Geht auch über WLAN, aber das ist dann wieder Fummelei, die ja nicht unbedingt sein muss. Gut, auf jeden Fall täte ich jetzt mal sagen, wir gucken jetzt, dass wir hier drauf das Betriebssystem geklebt kriegen. Und dafür wandern wir jetzt hier hin. Ja, das ist mein Manjaro. Das läuft in einer virtuellen Maschine und ist nur dafür da, irgendwelche Sachen mal Pi zu machen. Werdet ihr noch sehen. Gut, da legen wir das Kollege Ding jetzt hier mal ein. Kennt ihr das? Man versucht einen USB-Stick reinzustecken. Erste Richtung falsch. Zweite, dreht man rum, falsch. Dreht man nochmal rum, richtig. Als ob er mehr wie zwei Seiten hätte. Gut, okay. Haben wir hier alles da. Einhängen müssen wir nicht. Dann brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Image, um das da drauf zu bügeln. Dafür gehen wir in das Internet.
Der liegt natürlich wieder Manjaro, klar, braucht man nicht. Und zwar diet.com, genau. Das ist eine radikal abgespeckte Version von PyOS, die eben für solche Sachen gedacht ist. Und da gibt es hier bei Download, wenn man dann auf den Raspberry Pi geht, haben wir hier Pi 234, das brauchen wir. Also ich brauche das. Haben wir nämlich hier AmiBerry Image. Das ist das hier. Und zwar das Image installiert und boot direkt ins AmiBerry rein. Ja gut, es installiert und ihr werdet sehen, ganz so ist es dann doch nicht, aber es ist trotzdem, es funktioniert. Da gehen wir dann da auf Download und dann laden wir es runter. Das habe ich schon gemacht, damit es nicht zu lange dauert. Also, machen wir das hier nochmal weg. Dann gehen wir in den Imager. Geht unter Linux natürlich auch anders, aber ich benutze den Imager, weil man das dann auch unter Windows genauso machen kann. Da ist er. Wir wählen das Modell. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das so macht, zwingend notwendig ist, aber wir machen es trotzdem. Wir wählen das OS, da gehen wir ganz runter, Use Custom. Wählen dann hier das runtergeladene Image aus. Ob das, dass da jetzt .xz hinten dran steht, ignoriert das, spielt keine Rolle. Dann wählen wir die SD-Karte, haben wir nur eine, 34 GB, ja, und weiter. Einstellungen und so wollen wir nicht. Das bringt uns so nichts. Alle vorhandenen Daten werden gelöscht, klar, ist klar, okay. Möchten Sie fortfahren? Ja. Dann gehen wir noch das Passwort ein. Damit ich das darf. Dann wird das jetzt geöffnet. Und ich würde sagen, wenn der Schreibvorgang startet, drücke ich auf Pause, weil das dauert einen Moment. Gut, also bis gleich. So, wie ihr seht, das hat geklappt. Wurde erfolgreich geschrieben, bla bla bla. Kann aus dem Lesegerät entfernt werden. Weiter, okay. Machen wir dich hier zu. Ziehen das mal kurz raus und stecken es gerade noch mal rein. Denn da muss noch ein bisschen Zeugs drauf. Das brauchen wir später für das Amiga OS. So, und zwar möchte ich die größere haben. Ja, es sind nur 700 noch was Megabyte, aber wenn bei der Installation wird das automatisch vergrößert. So, ach, da hat er 1000 Sachen auf. Nicht ganz toll. Okay, das haben wir hier. Wir müssen nach. Achso, warte mal, wir müssen das als Dings öffnen. Als Administrator. Sonst dürfen wir wahrscheinlich nicht reinschreiben. Natürlich nicht. Oh, wir können ja mal gerade gucken. Wir müssen nämlich bei MNT. DietPy. User Data. Toll, dann ist der Ordner leer. Gut, okay, müssen wir das dann doch erst installieren. Okay, also ziehen wir dann nochmal raus. Sicher entfernen. Okay, raus damit. Zurück zum Pi. Also da haben wir jetzt die SD-Karte. Die muss jetzt in den Pi hinein. Hat ja nur ein Slot dafür, also hier unten. Klar, soweit. Gut, der Dongle für den USB, Quatsch, für die Tastatur. Das ist natürlich wieder falsch rum, dann machen wir es so richtig rum. Strom brauchen wir. Muss ich noch drankommen. Das Kabel ziehen wir jetzt aber hier noch in eine Zugentlastung. Ansonsten hat es mein Hund garantiert früher oder später abgeräumt. Ja, komm, Kabel. Stell ich uns dran. Stecken wir aber erst gleich an. Netzwerk brauchen wir. Das ist tatsächlich wichtig, allerdings nur fürs Linux. Damit kommen wir dann zwar später auch mal Amiga ans Internet, aber so jetzt hier für den Anfang. Ich kann mal darüber stellen. Reicht es, wenn wir es fürs Update benutzen? Gut. Jetzt stecken wir den Kollegen hier rein und dann wechsle ich in die HDMI-Ansicht. Bis gleich. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich auf Pause gedrückt habe. Es tut mir leid, aber
Ja, wir sind jetzt hier eben schon im Pi drin und der bootet auch schon fleißig und macht Updates und alles. Also ihr habt im Endeffekt nichts verpasst. Der, ja, deshalb braucht man eben das Netzwerkkabel drin, weil der will hier erst noch sämtliche Updates und keine Ahnung was und sowieso. Und ja, also das dauert seinen Moment. Rein theoretisch gesehen hätte ich euch ja noch weiter pausieren können, aber ja. Ey, Moment mal, jetzt installiert er tatsächlich Angleberry. Dann habe ich das tatsächlich vorher falsch gemacht, wo ich es bei mir gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich das Netzwerkkabel nicht drin stecken gehabt habe. Da musste ich nämlich tatsächlich das Angleberry dann selbst installieren. Was jetzt kein großes Hexenwerk war, das ist bei DialPy schon ziemlich cool gelöst. Ja, aber trotzdem. Okay, lassen wir ihn hier mal rütteln. So, jetzt ist er drin. Wie ihr seht, Pi Modell 3, hat 55 Grad, die IP-Adresse. Ja, okay. Jetzt machen wir was dein Pi Launcher. Die deutsche Tastatur natürlich nicht. So, machen wir hier mal Autostart. Angleberry Fastboot, okay. Angleberry Fastboot, da haben wir. Ja. Jetzt macht er das als Autostart. Das wäre natürlich schön, wenn ich dem jetzt noch irgendwo erklären könnte, dass ich auch gerne die deutsche Tastatur hätte. Display Option Language. Über Blonde, naja, nee, ist klar. Jo, ist richtig. Aber du kriegst Blonde. Komm mal denn da hin. Keyboard ist. Keyboard muss. Ja, natürlich habe ich schon eingewandert. Was für dich so ein Tippe, du Schlumpf? Generic. Das ist normalerweise die. Dabei ist es interessant herauszufinden, ob man mit einer anderen Tastatur vielleicht gibt es hier die Rapu? Ne, wahrscheinlich nicht. Q und dann direkt S. Ne, also bleiben wir bei der Generic. Aber please. Ist es jetzt hier Deutsch oder ist es jetzt hier German? German. Und zwar German. Hier wird es auch interessant. Ich würde normalerweise immer die holen. Ah. Vielleicht würde ja eine von denen hier. Das Problem mit dem. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Dorn. The default for the. Was? Ups, am Keyboard Layout. So. The compose key. Update the next few keystrokes as a combination. Ich weiß jetzt auch nicht, dass ich sowas baue. So. Da hätte man eigentlich auch ganz gerne DE. So. Damit müsste man das soweit geklärt haben. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sollte ich
direkt jetzt beim Neustart in Army Barry reinkommen. Kann natürlich ein bisschen dauern. Gut, jetzt haben wir das. Weg. Exit. Exit. Ja, so, und jetzt machen wir Reboot. Pop. Steht übrigens nicht an der Maus, die gehört zu meinem eigentlichen Computer. Jetzt sollte das Angry-Berry-Bild kommen. Ja, so, hat das ja schon mal funktioniert. Okay, wir haben jetzt natürlich noch keine ROMs und kein gar nichts und sonst was drauf. Deshalb versuche ich jetzt einfach mal, Maus und so geht. Ja, hervorragend. Deshalb versuchen wir doch jetzt einfach mal, jetzt hier hinzugehen. Gehen wir mal zu hier zurück, was natürlich im Bildschirm schon im Modus hängt. Gut, da ist es wieder. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir hingehen können und sagen, das gut. Bei euch würde das dann natürlich irgendwie eine andere IP ergeben. Das müsst ihr dann gucken, das kriegt ihr angezeigt. So, Tastatur, da gehe ich mal kurz aus dem Weg. Und zwar machen wir die nach. Voilà. Jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Das Passwort ist DietPi, wenn es nicht geändert wird. Der Motor ist disconnected. Warum hast du das disconnected? Genau. Einfach mal direkt bei MNT gehen. Da jetzt bei. Hat mit euch nichts zu tun, hat mit euch nichts zu tun. Gar nicht ignorieren. Ach, da geht's. Und warum darf ich dann nicht bei links ran? Ja, hier hätten wir nämlich jetzt das, was wir brauchen. Das hier. Da muss jetzt unser Zeugs rein. Warum darf ich da nicht? Ryan, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Frage jetzt nochmal. Boot Add 1.2, 1.18. 4.2 MLT. 2. Los Data. Es ist hart, es darf ich nicht drauf. Toll.
Nun gut, dann eben doch von Hand zu Fuß. Dazu gehen wir dann zurück in die Capture. Sagen jetzt hier Shut down. Warten, bis der runtergefahren ist. Ich gehe mal davon aus, ich muss euch jetzt nicht zeigen, wie ich die Micro-SD-Karte wieder aus dem Pi ziehe, oder? Das dürfte ja doch klar sein, wie das funktioniert. Die stecken wir jetzt da rein. Dann kommt die da rein. Und dürfte dann jetzt hier auf. Bitte, jetzt hat er es groß gemacht. Also direkt beim Installiere oder beim Initialisiere erweitert er die Partition dann direkt auf die entsprechende Größe. So, jetzt aber die Frage, okay, darf ich da reinschreiben? Wahrscheinlich darf ich das nicht. Gut, vielleicht auch doch. Versuchen wir es einfach mal. Ne, darf ich nicht weiter. Das heißt, wir müssen das anders machen. Ja, das heißt, wir müssen das ganz anders machen, weil so darf ich dann nämlich auch nicht. Ich habe vergessen umzuschalten. Warum sagt mir denn keiner was? So darf ich dann nämlich nicht an meine. Was mache ich denn? Bin ich blöd? Sache, die auf meinem Rechner sind. Also auf meinem eigentlichen Rechner. Den wir nämlich hätten. Wo habe ich ihn gemacht? Öffentlich. Wo sind öffentlich? Ordner? Nee, du musst nicht alle Dateien anzeigen. Da neue Stellen steht Datei so, hier. Öffentlich. So, das ist jetzt mein normaler Computer. Und da habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, das brauchen wir. Das brauchen wir. Ne, das brauchen wir nicht. Da haben wir also Amiga OS Update, aber die Kickstarts habe ich nicht drin. Gut, müssen wir mal schauen. Und zwar mounten wir die jetzt mal schnell. Da haben wir nämlich die ROMs drin. Ich benutze normalerweise die 4000er. Da hat der Kollege aber wohl nehmen wir brauchen nur die ROM. Eigentlich gesehen nicht wirklich flott unterwegs ist. Wartet mal gerade. Waren hier nicht auch Bums drin? Doch. Cool, holen wir Partie. Zwar ich. 3000er. 4000er. Die Frau wohl nicht gut. Machen wir jetzt hier. Kopieren. Was?
dumm gemacht. Warum macht er dumm? Wir machen hier bei persönliches. Ja, warte, ne? Und dann den Anbieter. Da machen wir jetzt einen Ordner. Ja, mach doch. Ach so. So. Wops. Die lassen wir da rein. Huschen. Gut. Dann machen wir noch ein. CDs. Ihr könnt übrigens gucken, ich habe schon ein Video gemacht, dass ich das Amiga OS tatsächlich, als das 3.2 tatsächlich auch original habe. Als das ist die Kopie von meiner CD. So. Und zwar dich. Kopieren bitte. Sehr schön. Hat toll gemacht. Hier machen wir jetzt nochmal einen Ordner. Nennen den einfach mal Downloads. Da kommt jetzt all die Software rein, die wir dann noch installieren wollen. Warum ich den Downloads nenne? Ja. Und zwar das Magic Menü würde ich sagen, wir mal. Die Updates auf jeden Fall auch. LHA Run. Der Hintergrund. Picasso. Obwohl, ne, war Picasso. Das machen wir anders. Prüf mal darüber. Warum willst du alles verschieben? Ja, du kannst geloben und hier wird verschoben. Ich habe das hier gar nicht ausgepackt, sehe ich gerade. Sollten wir natürlich dann. Vielleicht sollten wir natürlich auch noch darüber kopieren. Hätte ich mal so sagen. Kannst du das öffnen? Ja, du bist doch ganz toller. Kopieren wir das noch darüber. Ist das irgendwo? Ich hätte auch noch gerne. Wird gemacht. Also install. Wo ist der Ordner? Hast du den Ordner nicht kopiert, du Sau? Hallo?
Da ist er jetzt. Sehr gut. Komm du noch mal her. Laptop installieren wir dann auch noch gerade. Was bist du denn aber jetzt C? Hier, du bist hier vor. Sturm C und so, das ist für euch jetzt eher uninteressant, da ihr das höchstwahrscheinlich nicht habt. Gut, ansonsten sollte das jetzt erstmal reichen, würde ich sagen. Okay, dummerweise muss man jetzt dann hier hingehen. Machen wir uns hier nochmal zu. Und sagen sudo tastaturnagel, ne? Doch Dolphin, ne? Ja, das Passwort ach nee, ist nicht dein Ernst. Moment, mach ich schnell. Gut, okay. Dann sollte das jetzt ja gehen. Indem ich jetzt hingehe und sage, ich hätte gerne dich. Das ist falsch, die falsche Seite. Ah, toll. Ah, jetzt kann ich es als Administrator öffnen. Schön. Gut, dann kann ich nämlich jetzt hier hingehen und sagen, okay. Ah, Barry. So, hier schmeißen wir jetzt das Gerubbels rein. Und zwar brauchen wir dafür den Ordner hier. Ah, eins habe ich vergessen, Schatz. Danke. Die ROMs holen wir. Als Sand. Die kommen hier herein. Ja, die AOS-ROMs sind von Hause aus drin. Die sind, soweit ich weiß, ja frei. Kopieren bitte. Versucht dann nicht immer alles zu verschieben. Ich brauche nämlich noch die Installationsdiskette. Das dürfte aber auch kein Hexenwerk sein. So. Zurück zu Amiga. Hier zurück zu Amibaby. Die zweite ja, kopieren wir jetzt direkt. So rüber, so ausgewählt kriegt, so zack. Kopieren. Ah, da muss ich erst RG dabei drücken, wenn man das automatisch macht. Dauert jetzt Moment. Moment. 761 Dateien. Habe ich was verpasst?
Hochinteressant. Gut, das müsste ich jetzt aber nicht angucken. Ich drücke Pause. Das hätten wir, wenn ich auch nicht so genau weiß, was er jetzt da so viel kopiert hat. Irgendwo hier mir so hunderte Dateien drin stecke. So, wir brauchen aber noch was. Nee, nicht so weit, so weit. Und zwar herstellen an Ordner. Den nehmen wir ADF. Da kommen nämlich die Diskettenabbilder rein. Da brauchen wir nämlich jetzt einen davon. Da die CD nicht so bootfähig ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, liegt das jetzt am am Emulator, weil zum Beispiel mein Draco damals, der konnte problemlos von CD booten. So, die würde ich gerne packen. Na? Hier hin, MRT, Dialpy, Blackberry, ADF. Okay. Soll ich den Ordner auch nicht erstellen? Kann ich nicht da reingehen? Sagen? Ja. So. Oh mein Gott. Dann von mir aus so. So. Und so. Zack. Was hast du denn heute? Gut, das scheint es soweit glatt sein. Das heißt, ich schmeiße die jetzt raus. Diese weg, machen wir dich nochmal zu. Ach, das ist noch eins. Dich nochmal zu. Und gehen zurück zum Pi. So, aus dem Computer gezogen, in den Pi gesteckt und Strom drauf. Ja, schade, tot. Ne, ich glaube bei 5 Volt, ja, ich wage zu bezweifeln, dass die mich über den Jordan pusten würden. Und an den GPIO-Pins vom Pi liegen ja nur 3,3 Volt an. Na, ich glaube, auf dem einen sogar dann doch. So, okay. Wo ist... Habe ich ausgeschaltet? Und ne, jetzt haben wir nicht Batterien leer. So, die Maus verschwunden immer. Okay, wir bauen uns eine Configuration zusammen. Und zwar hätte ich gerne... Also ich habe es mit dem 8640 probiert, allerdings hat der jetzt nicht so den Burner gebrochen. Machen wir es einfach mal. Und zwar fast ist alles, was geht. So, Chipset. AGA selbstverständlich. Extra. Machen wir 1200er. Wait for Bilder, okay, ROM. Das Main ROM File. Ist das hier schon drin? Ja. 14.200.
Wenn nicht, müsste, hätten wir es hier auswählen müssen. Das wäre also auch kein großes Problem gewesen. Das können wir so stehen lassen. Aber mir wurde natürlich Schamackes. Ja. Nee, 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 so. Da war's dann. Ach, ganze Megabyte. Läuft bei dir. Motherboard fast dran. Na gut, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Ob das ist the yellow from the egg. So, Amberry. Da. Zufallstreffer. Hard Drives. Jetzt kommt hier das Interessante. Und ich, Vollidiot, hab's nicht gemacht. Ja, bei mir muss das HD0 heißen. War schon zu Amiga-Zeiten so. Und Disk. Ich habe sie aber nicht angelegt. Ich glaube, ich kann hier keine anlegen. Das ist doch jetzt scheiße. Ja, aber immer was vergessen. Hier kommt dann logischerweise die. CD hier rein. Expansions, hier müssen wir das anmachen, sonst haben wir kein Internet. Bei RTG-Boards. Okay, das hätte ich jetzt beim 1200 anderen ausprobiert. Ob das jetzt so funktioniert, machen wir sehen. Okay, Sound, Sonos, Gespräch. So, pass mal auf, mir speichere das jetzt erstmal. Und zwar unter Default. Also, richtig geschrieben natürlich. Hey, gut, jetzt machen wir kurz Quit. Ach Mist. Mann, bin ich wieder blöd heute. Ich bin sogar super blöd heute. Nee, kann nicht gehen. So. MNT. Dietings, Army Berry. Harddisk. So. Projekte ist drin und Harddisk ist doch dann auch drin. Ja, ist auch drin, okay. Da, das immer wieder. Gut. Ist die Configuration jetzt geladen? Ja. Hervorragend. Dann jetzt nochmal Hard Drives. Directory bitte. Wie gesagt, bei mir ist das HD. Disk. Die ist natürlich bootbar. Und dafür hätten wir gerne dieses Verzeichnis.
Die Frage, hat das jetzt Clank geschrieben, weil ich es in Dings auch denke? Ja, natürlich, ja. Könnte man zur Not gerade mitreden. Dann ist das Projekt natürlich auch Clank geschrieben. AD1. Brauchen wir hier kein Dings zu machen. Gut, Alba muss die auch nicht sein. Gut, hat den Namen direkt übernommen. Jetzt kommt die Festplatte, die wir da geholt haben. 2. Hier ist auch nicht bootbar. Ups, daneben. Unser Zeugs hier dann installieren zu können. So, zack. Zack. Das sieht so aus, als wird das passen. So, nochmal zurück zu Configurations. Das muss man nämlich nochmal speichern. Ansonsten kann es sein, dass es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, drücke ich jetzt hier auf Start. Dann dauert es einen Moment. Ja, das dauert wirklich lang. Fragt mich auch nicht, warum. Aber seht ihr, da hat man schon direkt ein bisschen mehr Amiga-Feeling. What a feeling. Oh Gott, Strike. Ah, was dann? Das dauert doch sehr lange. Die Workbench. Ich liebe das. Die CD-ROM brauchen wir nicht, weil, wie ihr vielleicht sehen könnt, da unten ist die CD. Also, läuft nochmal Deutsch. Auch wenn er sie doch nicht auf Deutsch installiert. What the fuck? Ja, warte mal, heißt das? Ich muss doch die CD aktivieren, oder was? Ja. Er will es. Was ist Cape to Abruf? Ja, ich bin mir sehr sicher. Jetzt geht's. Gut, lass mich nicht mal machen. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Working on installation. Ja, genau das sollst du auch tun. Dann war der Anhänger. Deutsch hätte ich gern. Ja, mach du nur. Da sind gar keine Files drauf, da ist noch nichts obsolet. Und da bügeln wir dann das 321 gerade noch drüber. Und dort bügeln wir dann direkt das 322. 3.2.2.1 drüber. Direkt mit Hotfix. Willst du mich prelle?
ich jetzt wieder blöd? Die ist ja aktiviert, so das Zeichen. Ich muss es doch von hier installieren. Lobbys. Hier ist gar kein Install drin. Start hier. Ach, da schau her. Es ist jetzt nicht so, dass ich das vor Pater erst gemacht hätte. Da bin ich wohl aus Versehen der richtige Weg gegangen. Installation läuft. Tatsache. Oh, naja, gut. Shit happens. Ja. Genau das soll ich doch machen. Jawohl. Einsteiger. Jawohl. Deutsch, natürlich. Jawohl. Haut drauf. Da wird eine Erinnerung wach. Oh, wir sind auch bei knapp einer Stunde. Geht ja noch. Und er installiert. Aber eben das Coole ist, es läuft jetzt rein auf den Pi und da ist sonst auch nichts drauf. Gut, Cast Pi, aber ja, ist jetzt so wie bei normalen Computer, wenn ich da FSUE starte, dann ist das irgendwie so, ja, habe ich ein Programm gestartet. Hier ist es ja, weil ich dann den Pi starte und dann kommt das alles, das ich weiß nicht, das hat. Ich weiß nicht, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, das hat mehr Feeling. Wenn gleich natürlich, ihr werdet es nachher bei Sysinfo sehen, die Power ist natürlich, ja. Das ist relativ witzlos. Gerade beim Programmieren wird ihr dann sehen, beim Kompilieren, da wird es dann wieder zeitaufwendiger. Oh mein Gott, was soll's? Perfektes Times. Müssen Sie Amiga neu starten? Ja, okay. Ist schon klar. Weiter. Starte ihn neu. Allerdings machen wir da vorher. Mit F12 kommt man übrigens wieder raus. Also hierher. Weil die sollten wir nach Adam Riese jetzt nicht mehr brauchen. Speichern bitte. Und reset. Also wenn alles richtig geklappt hat, dürfte das jetzt nicht mehr so sein, dass ich die brauche. Nein? Ha! Ta-ta-ta-ta! Imperium 2021.
Gut, aber wir sind ja noch nicht fertig. Waren wir hier bei Donuts? Noch ein bisschen Material. Das Video wird übrigens enden, wenn man das, den ganzen Klumpatsch hier installiert hat. Also die vier Sachen dann noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, es ist Englisch, das können wir auch noch umstellen. Ob man einfach das 322 drüber bügeln könnte. Da ich das eben nicht weiß, jo, müssen wir so machen. Irgendwo hier ist die Install. Desktop-Doktor. Update. Was ich jetzt ziemlich cool finde, das ist, dass er das jetzt mittlerweile dann von Hause aus mounten kann. Ich weiß es nicht, mountet er das jetzt hier oder starte ich die so? Ja, er hat es gemountet. Läuft auch ein bisschen flotter wie vorher. Deutsch natürlich. Ja, natürlich, wenn das dann alles installiert ist und auch läuft und das alles. Als nächstes Video zeige ich euch NetSurf, dieser neue, also der momentan aktuellste Browser, den es gibt. Obwohl iPros 3 dürfte auch recht aktuell sein. Aber der NetSurf ist eben kostenlos. Weshalb ich den dann auch mal unter die Lupe nehme. Ja, ja, startet mal. Und danach geht es dann weiter mit Programmieren. Nicht von vorne, sondern da geht es dann eben, geht dann die Reihe direkt weiter mit Listen. Dafür laden wir uns von meiner Homepage die, das ganze Gerümpel runter, was wir da brauchen. Und jo. Ach, Kacke, bei Dings ist auch. Ach, ne, warum ist dabei? Muss ich mal schauen. Hier steht dann auch jetzt, glaube ich, gleich, ob die echt nur warum es dann? Oh, leck. Das ist mit dem Touchpad ein bisschen nervig. Sieben, eins, eins, eins. Dann waren es. Da hätte ich die falsch kopiert. Tatsache. Okay, wissen wir noch, was wir machen müssen. So. Er hat das nicht gemacht. Ach so, ne, das ist immer noch das falsche Ding. So, hier haben wir. Tada. Tada. Tada.
Warte mal. Ich weiß gar nicht, ich habe es installiert. Na dann fluss die 3.2.2.1 als der Hotfix drauf. Das müsste dann heißen, dass ich dann die hier installiere. Ich hätte nämlich nicht das hinterher drüber gebügelt. Und da habe ich es doch. Na, wie gesagt, es ist immerhin schon ein paar daher. Ja, würde ich wirklich abbrechen. Machen wir jetzt eben doch erst die da und dann die andere. Ach, ne, das ist 3.2.1 gar nicht installieren müssen. Ist egal, haben wir jetzt selber gemacht. Gibt ja jetzt Schlimmeres, würde ich mal behaupten. Und der installiert. Ja, Startung bei. Ist schlimmer wie bei Windows. Läuft das? Ach, er hat es doch drauf. Da, Sina. 3.2.2.1. Gut, okay. Haben wir das? Ich wusste, dass ich das nicht gemacht habe. Alles klar, dann weiter am Text. Jetzt hätten wir natürlich ganz gerne etwas höher auf. Weil das doch ist ja scheiße. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da sogar schon mal Updates zu gibt. Da. Was willst du von mir? Nee. Oh. Ja, will ich. Ich habe da wohl was übersehen. Also nee, warte kurz, mach mal anders da. Mach doch mal hier diesen hier. Du gehst mal zur Seite. Deutsch wäre nett.
Demokratie. Geplant. Sonstiges rum. Alles klar, hervor. Erste Installation. Geliebter Benutzer. Und weiter. Bitte unterstützen Sie. Ja. Oh, da steht noch D-Mark. Von der Umfang, Komplexität der Software. Gut auskennen. Klar, ja. Wenn Sie möchten, bitten andere eventuell in der zu deaktivieren. Ja. Nein. Ja. Das wäre ein bisschen bekloppt, wenn nicht, oder? Ah. Wenn ich das jetzt... Ich will Artikel zu schnell. Ich hätte es auch installieren können, da hätte ich nur einen User Startup noch ein Assign einfügen müssen für Work, dass da sofort die 0 liegt. Nö. Ja, es ist, ja, es ist, ja. Ein anderer noch. Hotdisk. Ein neues Verzeichnis, sehr gut. Ja gut, ob ich ein Printer-Patch brauche. Das ist aber nett von dir. Ja, oder? Selbstverständlich. Mache ich dann. Schön, schön hast du toll gemacht. Bist du ganz großer. Geht jetzt direkt oder? Nee, müssen wir doch erstmal nochmal neu starten. Das geht bestimmt auch per Tastenkombination, aber da ich nicht weiß, wo hier die Amiga-Tasten liegen. Ja, ihr wisst Bescheid. Hängt denn mein Mikrofonkabel schon wieder? ...2023. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Hat er mal tatsächlich ein Installationsprotokoll geschrieben? Was ist jetzt für Müll? Can't find any mode.
So, das sind die Dinger. Ich müsste doch jetzt aber bei... Sind hier? Keymap. Es liegt natürlich im Bereich des Möglichen, dass ich das einfach falsch gemacht habe. Als ich zu Dreieck angewählt habe. Müssen wir mal gucken. Gehen wir mal raus. Gehen wir zu... Oh, vielleicht haben wir auch gar keins ausgewählt. Sonst hast du ja alles übernommen, oder? Ja. So, hast du das jetzt auch geholt? Yep. Und mal den Reset. Sollte alle Striege reißen, basteln wir 1200 ganz einfach zum 4000er um. Dort geht es auf jeden Fall. Benutze ich nämlich so dort. Du willst mich doch veräpfeln. Ah, er hat es wieder rausgeschmissen. Komm, aber die Zorro 2 müsst du doch hinkriegen. Aber wir wissen ja, was wir noch gerade machen können. Donuts. Update 2. Ups. CP. Wo ist der Stern? Punkt. ROM. Mal bei Update, sind wir bei Downloads, sind wir bei Army Berry, da müssten wir jetzt Kickstart sehen. Geladen hat er so, ROM. Tatsache. Das ist doch cool. Speichern wir das mal. TG-Port. Gut, er hat es mal noch drin. Ob das also bleibt. Oh, da haben wir auch ganz schnell zum 4000er umgedrückt. Es wäre auch schön, wenn er zeigen würde, dass irgendwas passiert. Ich beginne zu zweifeln.
Komm, wir machen keinen Scheiß, wir bauen 2000er draus. Quatsch, 4000er draus. So, dann machen wir da 1840 draus. Internal Fastest. Chipset. 4000. ROM müssen wir da natürlich auch das 4000er holen. 2er. Pensions. Okay, BSD sorgt es an. Jetzt hier bitte 3er. Operation. Speichern. Reset. So, haben wir 4000. So schnell kann es gehen. Ihr werdet später an den Werte bei Sysinfo allerdings sehen. Das ist nicht ganze 4000er. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich ja gucken, dass ich mal wirklich nochmal Amiga zulege. Richtig, ja, also echt die Hardware. Und da aber von Grund auf dann alles selbst pimpe. Also Turbokarte, Grafikkarte, schieß mich tot, WCF-Teile. So ähnlich wie es der Dennis bei von Virtual Dimension gemacht hat. Nur würde ich keinen Amiga 500 holen und selbst zusammenlöten, weil ja, das würde Ragequit bedeuten. Aber eben alles auch wirklich, ja, mich dünkt, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum nicht? Ich habe es 422 ausgewählt. Oh, bei RAM können wir jetzt, glaube ich, Gas geben. So. Slow können wir eigentlich auch wegmachen. Das ist doch drin. Sieht doch soweit alles gut aus. Save mal das nochmal. Resetten wir das nochmal. Aha. Was ist denn das? Ah, okay. Das müsste man, glaube ich, auch noch machen. Oh, Failsafe-Mode. Ist da ein Start hier? Mich nicht alles täuscht, kriegen wir jetzt hier gleich die Option, wenn man Experten machen für CPU. Da. Hallo. Da, das ist korrekt.
Naja. Sind wir ja mittlerweile gewohnt. Solange jetzt auch startet, soll mich das nicht stören. Aber er hat ja immerhin schon mal erkannt, dass man neue CPU hat. Ah, so läuft die Show. So, jetzt aber bitte. Jawohl. Dich hätte ich gerne. 16 Millionen Farbe, ja. Speichern. Ja, ich möchte es benutzen. Also normalerweise geht's. Ich bin mal so frech und starten einfach mal. Ha! Wieder? Sansa, es geht. So, aber ich habe mich gerade entschieden. Ich mache nur noch. Weil wir jetzt doch schon bei einer Minute 20 sind. Mache ich jetzt nur noch ein anderes Hintergrundbild. Vielleicht noch ein paar Einstellungen. Weil wir mal WB-Dock installiert und so, das, ja. Das müsstet ihr wissen, wie das geht. So, du. Okay, Backdrops haben wir hier. Wo haben wir das Download? Da ist Download. Dann. Ach, haben wir schon auf. Okay. Dann hätte ich hier gerne. Boah, ich muss die Maus planen. Ich habe. Anzeigen. Alle Dateien. Und das machen wir jetzt auch gerade. Das hier. Bildschirm schieben, Größenänderung an Seiten, Mauswort aktivieren. Okay, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was da was ist. Schon klar. Okay, hätte ich jetzt nicht zwingend machen müssen, aber. Jo. Ziehen wir hier mal gerade den Hintergrund noch hin. Bild auswählen. Beste. Da, so muss das hin. Input. Mausbeschleuniger.
Ah, was haben wir denn hier eigentlich für eine? Ey, das ist nicht Deutsch. Das ist Deutsch. So, nachdem wir das jetzt alles haben, würde ich mal sagen, sind wir soweit eigentlich fertig. Oh, Mensch, komm mal grad. Also. Sehen. Na, das ist zu schnell. So, das ist doch immer. Gut. Jetzt machen wir das mit Spannung erwartete Desinfo. Staunen. Speed. Jetzt geht's rund. Das Ergebnis seht ihr ja schon. Wir befinden uns zwischen 2500 und 3000. Als zwischen 80 und 20 mit 14 MHz und 80 und 30 mit 25 MHz. Bei groß. Ah, wir sind doch so in der A3000er Region. 8630 natürlich weit weg vom 4000er. Aber ja gut, scheiß drauf. Weil jetzt machen wir noch das eine, wo mir eigentlich recht wichtig ist. Wenn wir das haben, sind wir durch mit dem Video. Ihr habt ja gesehen, ich habe das hier Default genannt. Das habe ich nicht aus Spaß gemacht. Nämlich, wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, Show GUI und Startup, machen das weg und speichern das wieder und haben das Ding hier Default genannt, dann passiert Folgendes, wenn wir einen Neustart machen. Ich würde euch jetzt gerne zeigen, wie ich das Kabel rausziehe und nochmal reinstecke, aber leider ist mein Handy alt, wo ich die Datei kam mit. Die Detailcam dann. So, also jetzt Kabel ab. Und Kabel dran. Und los geht's. Hoffentlich. Ich lehne mich zurück und ja, hadere den Dingen, die da kommen. Aha. Booting, Booting. Booting, Booting. Ich boote wie ein großer. Und tada! Wir booten den Pi, als wäre ein Amiga. Und das ist eben das, also klingt vielleicht bescheuert, aber das macht es für mich wirklich besser. Ohne Witz. Ja, doch, es ist für mich um Längen cooler, wie das über einen normalen Emulator um Computer zu machen, obwohl der natürlich um Längen schneller ist. Aber ja gut, das ist jetzt der Pi 3. Ich gucke mal vielleicht, dass ich noch ein Pi 4 organisiert kriege oder noch ein Pi 5. Sehen wir dann. Das müsste ja dann nicht die 8 GB-Variante sein. Oh, ich will auch keinen 200, 300 Euro dafür bezahlen. Dann kann ich mir lieber gleich Amiga holen. Gut, okay. Also, gebootet hat er. BMW B-Dock installiert. Brauche ich euch ja nicht zeigen. Habe ich ja schon ein Video gemacht. Und ach, Mensch, Workbench.
Nee, das Magic Workbench, Magic Menü. Das ja, ist ja alles bekannt, wie das funktioniert. Dann wäre mein nächstes Video NetSurf. Was man dafür alles braucht, wie das dann funktioniert. Und ja, dann lade ich von meiner Amiga Homepage das Projekt Tutorials nochmal runter mit den Pragma-Dateien. Und dann geht es weiter mit Programmieren und Listen. Jo. Deshalb würde ich sagen, ich habe euch jetzt eine anderthalb Stunde gequält. Aber ihr wisst jetzt, wie ihr einen Pi zum Amiga umbaut. So dass er dann wirklich so bootet, als wäre es ein Amiga. Anmachen und sich freuen. Auch wenn es ein bisschen dauert. Ansonsten würde ich sagen, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr dazu Kommentare abgeben würdet, damit ich weiß, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen. So, Daumen würde mich auch freuen. Und ansonsten, gut, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.